Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Und ja, wir sind hier zurück im FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld und inzwischen natürlich auch in der ersten Liga, wie ihr wisst. Und wir haben jetzt 13 Spieltage absolviert und schon 20 Punkte angehäuft, sind jetzt zwischenzeitlich auf Platz 7 und spielen jetzt gegen den Neuntplatzierten, nämlich Hannover 96, die auch schon 17 Punkte haben, was auch ein respektables Ergebnis ist. Es wird also bestimmt einigermaßen spannend wieder werden, während hier bei uns die Leute aber bisher eine super Saison spielen und ich äußerst gespannt bin, wie sich das hier weiter verhält. Die einzige Frage, die ich mich stelle, ist, ob ich hier rechts auf der Seite mal Görlitz für Hämlein spielen lasse. Das ist jetzt die einzige Frage, die mich noch so ein bisschen umtreibt. Ansonsten. Defensive Arbeitsrate ist bei Hämlein etwas höher. Distanzschütze ist er auch noch. Ich werde trotzdem mal Görlitz einfach mal von Anfang an die Chance geben hier, dass der sich mal beweisen kann. Denke mal, einen solchen Einsatz hat er sich zwischendurch mal verdient. Wir können mal gerade noch gucken, was die Elf der Woche gesagt hat. Da waren wir aber nicht drin vertreten. Okay, ganz viele Stuttgarter, Mainzer, Leverkusener. Das war es dann eigentlich auch schon. Okay. So, in der Vorschau steht natürlich drin, dass wir hier aus dem Tabellenmittelfeld zwei Mannschaften haben, die sich jetzt gegenseitig hier Punkte abnehmen wollen. Ja, das ist dieser Standardtext hier. Ja, Hannover 96 hat unseren Torwart gelobt, der auch wirklich ziemlich gut momentan ist und der uns hier schon einige Pünktchen festgehalten hat. Bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt hier läuft. Wir treten mal heute im Auswärtstrikot an, in unserem weißen, und dann starten wir direkt mal durch in Hannover und hoffen, dass wir auch einigermaßen Punkte wieder mitnehmen können. Jedenfalls hätten wir uns das, denke ich mal, nach den letzten Leistungen sehr gut verdient. Gezirkelter Schuss vom zweiten Schützen. Ne, der war leicht zu schwach. Okay, und der zieht auch nach links. Wie gut, dass man das vorher immer. Na gut, man kann es sehen. Nein, auf die Latte. Na, so sollte es aber treffen. Okay. Dritter Schütze gezirkelt. Das ist jetzt aber der hier, ne? Jo. Ne, irgendwie nicht. RB und B. Ach, er wäre das gewesen. Warum hat er dann eben nicht angelaufen? Lol. Oh Gott, wieder unter die Latte. Das gibt's ja nicht. So, der trifft jetzt wenigstens mal. Oh, zweiter Schütze auflegen per Lupfer, LT und X. Okay, und der muss viel härter schießen dann. Gut. Ja, der sieht gut aus und geht drüber. Na gut. Also an Freistößen, da kann man auf jeden Fall mehrere Varianten trainieren hier. Ob dann eine trifft, ist die andere Frage. Wir haben eine Schneepartie. Das macht das Ganze natürlich nochmal A doppelt so anstrengend und dann wahrscheinlich B auch doppelt so spannend. Bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Der siebte gegen den neunten, das wissen wir schon. Und Hannover 96 hier mit Erding, Kiyotake, also den üblichen eigentlich. Prip und Klaus auf den Außen, Schmiedebach und Gülselam hinten in der 6. Also eigentlich alles ganz regulär bei Hannover, soweit ich das erkennen konnte. Ich kenne mich jetzt auch nicht perfekt mit dem Kader aus. Nur so ganz oberflächlich. Hier bei uns sieht es anders aus. Bart Finne hat beim letzten Mal sein erstes Tor geschossen. Hat sich also auf jeden Fall einen Einsatz verdient. Ronny war wieder gut, der hat auch ein Tor geschossen gegen Freiburg. Auf jeden Fall nach wie vor die beste Abwehr mit 8 Gegentoren. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Erster Zweikampf geht hier daneben, das ist aber überhaupt nicht schlimm.
Nein, oh, Gülselam hat er gut gemacht. Ja, schön. Oh, Schütz. Super den Ball mit, aber Sakai fängt den Pass ab. Das war ziemlich gut gemacht von Sakai. Ne, Foulspiel? Okay. War ein bisschen zu krass, das Tackling. Hat ein Foulspiel oder einen Freistoß zur Folge hier. Okay, Schmiedebach. Boah, war das knapp. Von Erding. Da haben wir Glück gehabt. Da sah die Kopfballabwehr gar nicht gut aus, denn die war nicht vorhanden dort. Ich weiß nicht, ob es Julian Börner war oder wer. Das muss er auf jeden Fall besser machen. Okay, er muss nach hinten spielen, um dann gleich wieder den Ball nach vorne zu bekommen. Interessant. Gülselam und abgeblockt von Schuppan. Sehr gut. Diesmal hier nur ein Eckball. Aber auch der kann gefährlich werden. Da müssen wir aufpassen. Während die Fans natürlich hier Hannover anfeuern, das ist ja völlig klar. Und Hesel schafft es da so gerade ran. Felix Klaus. Oder heißt er überhaupt Felix? Auf jeden Fall Klaus kommt jetzt an den Ball. Caligiuri mit der Abwehr macht er gut. Oh. Und da ist da ein Bedrängnis. Okay, und den Ball schön lang reingespielt. Sehr gut gemacht. Junglas. Oh, wird da umgeschmissen. Wird aber leider nicht als Foulspiel erkannt. Warum auch immer. Das habe ich aber häufiger den Eindruck, dass da einige Sachen hier nicht so richtig korrekt erkannt werden vom Schiri gespannt. Lustigerweise, die eigenen Foulspiele sind immer kein Problem. Die sieht der Gegner immer sofort und da gab es ein Foulspiel, okay. Aber immerhin hier mal einen Freistoß. Aus einer nicht ganz so schlechten Position für eine Flankenauflage. Und so wie es aussieht, legt sich Junglas wohl den Ball zurecht. Bin mir nicht sicher, ob ich damit einverstanden bin. Dass der hier einen Freistoß schlagen soll. Ich glaube, da ist eher Ronny für geeignet. Gucken wir mal. Oh, das war knapp. Kam richtig gut der Ball. Nee, den kriegen wir nicht. Okay. Oh, Kyotake. Okay, das wird gefährlich jetzt. Ah, dann spielt er den Ball zu uns zurück. Wie dumm. Oh, hier wird ziemlich körperlich agiert. Kyotake wieder. Diesmal aber findet er seinen Meister in Manuel Junglas. Schön rausgespielt von Hesel. Mann! Diesmal lässt sich Bad Finne hier aber nicht abkochen. Und Schuppan kann den Ball nicht technisch kontrollieren. Das sieht man auch selten bei ihm. Nein! Um Gottes Willen, Finne, was macht der? Der sollte zum Torwart zurückspielen und spielt dann an die Strafraumgrenze. Was war das denn? Danke, liebe FIFA-Passhilfe. Das war eine Katastrophe, möchte ich mal behaupten. Das wäre ein machbares Freistoß, Weitschusstor gewesen. Allerdings konnte Hesel noch übergreifen. Was jetzt unser Glück gewesen ist hier. Nee. Klos erkennt auch nicht, dass er da hinlaufen muss. Schade. Situation damit immer noch nicht bereinigt hier. Hier aber schön gestört. Okay. Na, ah, und Klos wird abgewetzt hier von Hoffmann. Körperlich. Das ist ungewöhnlich. Der ist eigentlich selber sehr potent, was so
körperliche Durchsetzungskraft angeht. Und sowas muss doch auch mal als faul gewertet werden. Das verstehe ich nicht. Der rennt mich da einfach von hinten um und es gibt dafür nichts. Vor allen Dingen konnte ich mit dem Ball halt nichts anstellen in dem Moment. Weil bis ich den kontrolliert hatte, war er dann schon wieder weg. Kiyotake spielt auch erstmal zurück. Also Hannover tut hier ein bisschen mehr für das Spiel. Oh, Caligiuri, nice. Sauber geklärt das Ganze. Ah, der kommt nicht durch. Also die machen das verteidigungstechnisch momentan aber auch echt perfekt in Hannover da. Oder in Hannover, genau. Da haben wir momentan nicht viel zu melden. Ja, schön. Oh, was wird der da weggeschmissen? Alter! Da gibt es wieder nur einen leichten, normalen Freistoß für sie. Ja. Danke, Görlitz. Das war nix. Hallo, wollen wir heute auch nochmal irgendeinen Ball abfangen? Oder ist das eher nicht so opportun gerade? So, jetzt kommt wieder der Gegner automatisch an den Ball. Wie hasse ich das? Der Gegner mal automatisch an diese leichten Dinger drankommt und immer an uns dran steht. Was ist das für ein geniales Stellungsspiel hier? Guck dir das mal an. Wieder ist der Ball weg. Ich konnte nichts machen. Hätte stehen bleiben können, hätte den Ball verloren. Laufe nach unten, verliere den Ball. Oh Gott, so jetzt aber mal. Nein, Klos kann wieder nicht. Ist zu langsam. Ja, kommt jetzt irgendwie an den Ball, aber von drei Leuten umlagert hier. Kein Abseits. Ah, kommt wieder keiner dran. Ach Mann, ey. Es will aber auch einfach hier keine Lösung gefunden werden. Die stehen hier. Oh, gut. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte zu Junglas zurückspielen, aber es hat wieder nicht funktioniert mit der Passhilfe. Immerhin bleiben wir in Ballbesitz. Und können den Ball auf Schuppan rausspielen, der ihn jetzt einfach mal reinspielt, aber halt. Klos kommt mit der langsamen Geschwindigkeit leider nicht dran. Na, immerhin gab es jetzt etwas Offensivdrang von uns. Das war ja in den ersten 20, 30 Minuten eher so nix. Und es steht hier nach wie vor 0 zu 0, das ist keine Schande. Aber es geht auf jeden Fall noch etwas mehr auf unserer Seite. Bin mal gespannt, wieso die Notenbewertung von den Spielern ist. Denn ich hatte den Eindruck, einige sind heute doch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ja, Bad Finne macht nicht so sein bestes Spiel, aber auch Ronny und Görlitz, das ist alles Junglas nicht gut. Eigentlich die ganze Mannschaft, bis auf Caligiuri, Dick und Hese, sind relativ schwach unterwegs. Also da hilft eigentlich nur eine individuelle Leistung, glaube ich. Wo man mal einfach ein bisschen... Nö, da lassen wir uns auch gar nicht vom Bedrängen hier. Da können sie ruhig laufen, die Hannoveraner, das ist mir egal. Okay. Oh, und da kommt Albo Nords. Kann den Ball noch irgendwie... Ah, oh, das ist ja so ein Pech hier. Wie der noch den Ball so gerade in letzter Sekunde rausgeklärt bekam. Das sind auch so kleine Glücksquäntchen, die einfach mehr haben momentan. Wo wir gerne mal irgendwie kleinen Eckball hätten bekommen können. Jetzt ist wieder Güselam da. Ne, keine Chance. Den wollte ich auch gar nicht dahin bringen zu Klos. Also das Passsystem im Schnee funktioniert anscheinend überhaupt nicht. Die Bälle werden mir regelmäßig an die falschen Spieler gespielt, wo ich sie nie hinhaben möchte. Jawohl. Und gleich wieder drei Leute direkt hier vor. Da kann man ja nur noch mal weit vorspielen und dann gibt es sogar Eckball. Geilomat. Den Ball zum Eckball zu klären, das ist natürlich Pech. Aber so ist es nun mal. Holy shit. Oh, war das knapp.
Klos mit dem Kopfball über das Tor. So richtig erkämpft das Ganze. Ah, das war ganz schön knapp. Schade. Gute Chance. Hier im Nachschuss des Eckballs. Oder in der zweiten Flanke, könnte man bald sagen. Ne, wieder keine Chance von Ronny. Der wird da einfach abgelaufen und hat keinerlei Chance. Der Junge hat auch momentan einfach Pech, wenn es um die Ballannahmen geht. Er kann mit den Bällen nie so richtig was anfangen. Das ist überhaupt kein Vorwurf an ihn. Manchmal kriegt er die Pässe nicht richtig drauf, aber manchmal kann er auch einfach da nicht viel tun. Jetzt vielleicht mal. Aber der Gegner macht wieder alles richtig, steht da wieder gut. Ne, das war auch nicht gut. Nein, 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 kein gutes Zuspiel. Alvo Nords hat jetzt alle Zeit der Welt. Sakai, Aufbauspiel auf Leonardo. Der jetzt wieder zu Sakai zurückspielt. Und wieder zurück auf Hoffmann. Ja, das könnte hier locker flockig 0-0 werden. Das macht mir zumindest jetzt hier nicht den Eindruck, als wenn irgendwer sich jetzt hier die großen Überlegenheitsbereiche rausspielt. So, ja, Hesel macht das gut. Okay, das wird nicht so schön. Nein, er kommt überall durch. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Tor. Boah, was haben die uns ausgespielt hier? Völlig zu Recht das 1-0 gemacht und das war eine ganz schwache Abwehrleistung von gleich mehreren Spielern. Na gut. Das müssen wir so hinnehmen. Desaströses Zweikampf- und Stellungsspiel. Zweikampfverhalten und Stellungsspiel. Und dann steht es hier 0-1 und wir können nicht viel machen, außer gleich mal zwei frische Leute bringen. Ronny ist tot und kriegt heute eh nichts auf der Kette. Finne hat nicht gut gespielt, da bringen wir Afane für rein. Und dann gucken wir mal, ob die beiden eventuell gleich was machen können. Einen Angriff werde ich aber auf jeden Fall vorher noch machen. So. Ja, kein Foulspiel. Wir kommen nicht durch. Es ist einfach verhext. Die haben ja scheinbar ihr Defensivmomentum. Da kannst du dann nichts machen. Da kannst du jetzt spielen, wie du willst. Ah, Ronny wieder mit der verkackten Annahme, der hat irgendwie auch so einen Negativwürfel scheinbar gehabt vor diesem Spiel, dass ihm nichts gelingt. Oder vielleicht doch. Alles klar. Immerhin mal ein Eckball, jetzt werden die beiden Wechsel vollzogen. In der 75. natürlich spät. Aber vielleicht können unsere Leute hier noch was reißen. Nein, bisher nicht. Nein, 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 nein. Das wird hier nix, das wird hier nix, das wird hier nix. Super, immerhin mal reingegangen in den Ball von Ulm und Dick. Schön. Wieder von Florian Dick gestört. Das hat allerdings null Effekt. Und der Gegner kann jetzt hier gleich wieder problemlos hier reinspielen. Aber da ist Börner. Diesmal ist er da. Ne, keine Chance wieder. No chance in hell. Wir schaffen einfach nicht, den Ball durchs Mittelfeld zu bringen. Und wir kriegen auch keine Chance mehr, wie ich das hier sehe. Sehr, sehr bitter. Jetzt mal schnell der Einwurf machen. Schnell leer. Hallo. Oh, das war wieder zu spät. Mann, ich riech mich auf. Aber das ist doch echt lächerlich. So langsam wie die den Einwurf machen. Das wird doch kein Mensch in Realität tun. Mann, wir liegen 0-1 zurück. Und dann lässt man sich hier so viel Zeit mit einem Einwurf. Ey, das ist zum Kotzen. Dass die KI das nicht besser auf der Reihe kriegt. Ja, hier ist jetzt wieder alles dicht. Diesmal steht Ulm dann vor. Oh, und Finne mit dem Traumtor. Boah, haben wir ein Glück. Der Ball geht vom Innenpfosten rein. Im zweiten Spiel in Folge macht er hier sein Dingen. Und wieder schön angespielt von Ulm. Und dann dreht er sich nochmal einmal rum. Ganz schwierige Abschlussposition eigentlich. Aus der Drehung heraus. Aber er schafft es, den Ball an den Innenpfosten zu bringen und er trudelt dann in das Tor. Puh, da haben wir es ja nochmal so gerade rumgedreht hier und können jetzt... Ach, das ist ja gar nicht mehr Finne, das ist Afane. Was erzähle ich denn hier für einen Quatsch? Meine Güte, bin ich ein Depp. Das war Armin Afane, der hier getroffen hat. Das freut mich natürlich auch für ihn. Sehr schön. So, wir könnten jetzt nochmal Bären für Junglas bringen, defensiv, weil ehrlich gesagt mit dem 1-1 können wir hier, glaube ich, zufrieden sein.
Ein Punkt mehr, das ist schon mal ganz gut. Sakai macht jetzt nochmal hier auf Marcelo, versucht nochmal ein Aufbauspiel hier zu bringen. Gut. Nein, Ulm wieder mit dem. Ah, der ist so ein Pechvogel. Kein Zweikampf gewonnen, immer Bälle doof verloren bisher. Na, ah, so, Burner zur Ecke war auch nicht un. Ach, war auch unnötig. Ah, wie ärgerlich, jetzt kurz vor Schluss hier noch so einen Eckball zu kriegen. Mann, Mann, Mann. Und wieder Hesel, sehr gut. Oh, und Görlitz kriegt den Ball an die Hand auch noch. Was ist denn das für ein Pech, was wir heute haben? Das ist ja unfassbar. Mann, 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 Mann. Da will man einmal den Ball schnell machen und dann sowas. Na, geht doch vor! Oh Gott. So, jetzt aber. Auf Außen, auf Klos. Der ist platt. Schütz ist genauso platt und verliert natürlich deswegen sofort den Ball. Na gut, also spielerisch war das heute nix, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Zwei Einzelaktionen haben hier die Tore markiert, so könnte man es ungefähr formulieren. Ansonsten war dieses Spiel eigentlich zum Schnellen wieder vergessen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist uns egal, wir haben beide wenig Torchancen hier gehabt, das spiegelt das Ganze nochmal wieder. Ja, ansonsten Florian Dick mit dem besten. Mit dem Spieler des Tages ausgezeichnet worden oder als Spieler des Tages. Ja, es war nicht gut, weder in der Abwehr noch im Mittelfeld. Ulm hat jetzt sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, erfahrene mit dem Tor natürlich auch. Ansonsten war das einfach ein Match, das man schnell wieder vergessen kann. Immerhin noch einen Punkt geholt, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und ja, da können wir jetzt mal unser Training wieder einstellen hier. Afane, Schensky, Lang, Rehnen und Finne. Ich denke mal, wir bleiben dabei. Und schauen mal, wie die sich so schlagen, unsere Leute hier. Ja, ziemlich gut diesmal. Drei A's, ein B, ein D. Das sieht ziemlich gut aus. Finne befindet sich schon auf dem Weg zur 70er-Bewertung. Das ist richtig gut. Der hat am Dribbling, an der Ballkontrolle, Schusskraft, Abschluss trainiert. Richtig, richtig gut. Wenn er jetzt noch ein bisschen Stellungsspiel macht, dann wird das ein sehr, sehr guter Angreifer weiterhin werden. Während wir hier mal ein bisschen vorsimulieren können. Bolivien. Ach Gott. Nein, ich werde so schnell nicht mehr irgendwelche Nationalmannschaften ergreifen, weil ich das eigentlich gar nicht möchte. Wenn man das irgendwo abstellen könnte, wäre das super. So, unser nächstes Spiel nach einer größeren Pause geht jetzt am 5. Dezember zu Hause gegen Hoffenheim. Vielleicht geben wir mal Ulm von Anfang an die Chance. Ich finde, der hat sich den Einsatz gegenüber Ronny doch mal verdient. Ronny ist eh schon wieder ein kleines bisschen schwach unterwegs. Und vielleicht lassen wir auch mal wieder hier auf der linken Seite Nöte für Finne spielen. Der hat sich ja im letzten Spiel wiederum nicht ganz so gut geschlagen. Afane ist wieder ein guter Joker. Finne ist ja auch Ersatz für Klos möglicherweise. Und Hemlein können wir auch hier wieder für Görlitz spielen lassen. Das Experiment hat jetzt ja auch keine wirklichen Aufschlüsse gebracht. Aber ich denke mal, das können wir durchaus dann so machen. Okay, gut. Ja, da würde ich sagen, Platz 8 momentan, alles gut nach 14 Spielen, da kann man nicht meckern. Das ist gut, vor allen Dingen, weil zum Beispiel Schalke noch in Reichweite ist, die haben schon 15 Spiele. Hannover hat auch keine Punkte jetzt geholt gegen ihren nächsten Gegner. Von daher sind wir hier auf dem 8. Platz sehr gut gesichert bisher und könnten tatsächlich noch ein bisschen Punkte sammeln, was ja definitiv nicht verkehrt ist. Übrigens, Freiburg hat das nächste Spiel nach uns hier wohl gewonnen. Die hatten nämlich nur einen Sieg bisher gehabt. Wir haben denen ja noch die siebte Niederlage beigebracht und jetzt haben die inzwischen zwei Siege, haben also statt 8 11 Punkte. Immer noch nicht gut, aber immerhin konnten die schon mal Hertha hinter sich lassen. Und während ich hier Schluck auf kriege, Hoffmann fällt für 2 Monate aus. Lol. Gebrochene Rippe hat er sich aber nicht im Spiel geholt, oder? Okay, ein Mann für die Zukunft, Ludovic Blas von EA oder IA Guingamp oder Guingamp, keine Ahnung. Côte d'Amour. So, Volland wurde zum Spieler des Monats ernannt. Oh, ich muss mal gerade gucken, wer überhaupt, wo überhaupt Hoffenheim steht. Auf Platz 2.
punktgleich mit den Bayern, sogar einen Sieg mehr wie die Bayern. Und eine sehr gefährliche Mannschaft mit wenig Gegentoren, ja, wobei das geht eigentlich. Auch nicht unglaublich viele Tore geschossen, aber ja, das haben wir jetzt auch nicht. Wird ein schweres Spiel. Bin mal gespannt, wie wir uns hier zu Hause gegen Hoffenheim dann schlagen können. Euch wünsche ich erstmal alles Gute. Wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.